So, herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Show Minecraft von unserer Multiplayer-Welt. Und heute dabei haben wir den Marcel, Jo, hey, was geht? Connor Ja, hallo. und ich bin Finn. Jo, wir stehen hier gerade vor unserem Haupthaus. Auf dem Boden sieht man schon die Lava- und Wasserspots. Jo, die haben wir immer eingefügt, abwechselnd. Gibt immer Glas drüber, sonst würde man ja reinfallen. Wäre doof. Ja, dann verbrennt man halt oder ertrinkt. Ja, hier haben wir mal Türschalter eingebaut, damit man die Tür nicht mal aufkloppen muss, damit das alles automatisch geht. Die schließt dann auch automatisch. Ja, wir sind jetzt hier in unserer. Doch nicht. Bin jetzt wieder drin. Okay, wir sind jetzt hier wieder in unserer Hütte drin. Die ist vollständig aus Obsidian gebaut, damit nicht irgendjemand in die Luft sprengen kann. Ja, das hatten wir schon des Öfteren mit so ein paar Sprengwütigen auf unserem Server. Ja, und auf dem für die Beleuchtung sorgen auch hier die Wasser- und Lava-Spots, die wir eingebaut haben, weil Obsidian ist schon recht dunkel und dann wollen wir nicht, dass hier noch Mobs spawnen drin. Ja, das ist schon relativ doof. Genau, dann kommen wir jetzt hier in unsere bescheidene Vorratskammer. Ja, hier so ein paar Pfeile und Federn. Bisschen Redstone. Ja, in dem Texture Pack sieht das so naja aus. Naja, vielleicht ändern wir das noch, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Sowieso nur da, falls mal jemand zu Besuch kommen sollte. Nicht das Texture Pack, nur die Sache. Ja, die Sache, das Texture-Effekt nicht. Naja, Ja, in der Mitte haben wir noch einen kleinen Mülleimer, Entschuldigung, damit man sein Inventar mal clearen kann, also alles einfach reinwerfen, dann verdampft das einfach. ja, das ist halt ganz praktisch. Kohle. Ah, wir haben aber viel Kohle. Und das sind alles die Sachen, ich glaube, das sind alles Sachen, die wir so geerntet haben, ohne Giftbefehl, oder? Ja, da hatten wir den noch nicht eingesetzt. Wobei ich Weil am glaube. Anfang haben wir noch so gebaut und das war halt, ja, Wobei ich glaube, schwieriger. TNT-Kiste war noch mit Giftbefehl, aber ich weiß nicht, ob da überhaupt was drin ist. Nein, da ist nicht wirklich viel drin. Also hier oben in der obersten Etage haben wir noch nichts gebaut. Mal gucken, was uns da noch so einfällt. Wenn euch was einfällt, könnt ihr ja schreiben. Was auch Ja. immer. Immer schön kommentieren. Lalalalalala. Ja. Das war's erstmal soweit mit unserem Haus. Ja, aber jetzt folgt gleich darauf erstmal die Haupthöhle. Da geht es jetzt erstmal ordentlich runter in unsere Minen. Ja, die haben wir direkt am Anfang entdeckt. War halt alles eigentlich nur ein Berg und dann haben wir einfach mal irgendwo hingegraben. Tada, eine riesige Höhle. Ja, das geht jetzt erstmal ein bisschen runter da. Naja, wir nehmen erstmal den Bergbauereingang. Vielleicht fügt Notch ja auch einen Bergbauer-Fahrstuhl mal hinzu. Vielleicht auch nicht. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Also Notch, wenn du das hörst, ne? Ein Fahrstuhl, das ist richtig cool. Ja. Naja, hier haben wir halt so ein paar Kisten gebaut. Vielleicht brauchen die Bergbauer, wenn sie hier runterkommen, ein paar Zäune oder ein paar Schilder. Vielleicht Danger, hier ist Einsturzgefahr oder Oder so. Zäune für unterirdische Kühe. Wer Ja. kennt das nicht? Als Bergbauer. Ja, natürlich. Ich halte auch immer Kühe in meinem Haus. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, macht ihr das nicht? Ich habe im Garten 30 Kühe stehen. Ja, Okay. dann gehen wir mal hier in die Bibliothek. Wo ich gerade zufälligerweise rumstehe. Ja, und ich habe mir letzte Woche ein Buch ausgeliehen und das wollte ich jetzt mal einfach zurückgeben. Ja, das liegt hier auf dem Boden rum. Schön. Egal. Ich stell's mal zurück in dieses tolle Ja, Bücherregal, tu es. und guck in die falsche Richtung. Ja, egal. Komm. Naja. Hallo, gib mir ein neues Buch. Ey, ja du. Gib mir ein A. Hier, bitteschön, Boah, aber voll entwenden Sie es Headshot. nicht aus dieser Bibliothek, bitte. Ja, werde ich nicht tun. Naja, auf jeden Fall haben wir hier noch so ein paar Leseecken gebaut. Hier so überall. Jede Menge Bücherregale. Hier so Minecrafter bzw. Minenbauer brauchen ja auch immer viel zum Lesen als Abwechslung. Naja, mal sehen, was der Bibliothekar so als Abwechslung hat, außer Bücher. Die Pornoabteilung. Ja, wahrscheinlich. Der geheime Pornodachboden. Ja, die hat er da oben dann stehen. Das ist die Spezialabteilung. Ich hab 18.
Naja. Ja. So. Ja, dann kommen wir hier zu dem Haupttrakt der Bibliothek, wo halt dann, keine Ahnung, Wissenschaftsbücher, Bücher über Mechanik und so stehen. Bücher über mich. Yeah. Du bist nicht Oder auch Gott. Nicht. Ja, hier, Bibeln sind hier jede Menge, sieht man ja da, ne? Alle Bücher Moses und so. Alle einzeln aufgelistet. Naja, hier noch so ein paar Blumenkästen. Mit den schönen neuen gelben Blumen, die nicht mehr weiß oder blau sind. Naja, keine Bücher mitnehmen. Vor dem Verlassen zurückgeben. Naja, schmeiß ich das einfach mal in die Ecke, soll er mich am Arsch lecken oder so. Eigentlich Entschuldigung. Ist die Bibliothek dann voll sinnlos, wenn man die Bücher nicht mitnehmen kann, oder? Ja, egal. Egal. Man soll dann halt am Haupteingang rausgehen oder so. Also. Ja, hier, botanisch, ach ja. Was ich euch noch zeigen wollte. Das ist halt das Ergebnis von einer Schießwütigen auf unserem Server. Ja, sowas kommt dann halt schon mal vor. Connor hat damit auch immer Erfahrung. Ich springe gerne in die Luft, wenn er mal AFK ist. Ja. Und ich habe auch mal ein einzelnes Sprenggelände gehabt, was wir aber entfernt haben. Ja, das sah dann nicht so toll aus, wenn eine Obsidian-Plattform irgendwo im Nirgendwo steht und alles in der Gegend verwüstet ist. Aber weil mir dort mal die ein oder andere Kanone um die Ohren geflogen ist. Ja, dazu werden wir auch noch später kommen, Kanonen oder so. Naja, auf jeden Fall, hier sind wir jetzt erstmal im botanischen Garten. Ja, halt Wasser überall, damit das auch gut bewässert wird. Als Umrandung Lava, Lava im Boden. Naja, Bäume sind hier nicht so sehr vertreten. Warum auch immer die immer abfackeln? Ich weiß es nicht, vielleicht könnt ihr mir es sagen. Ich habe keine Ahnung. Naja. Ja, das ist übrigens von Hello 1986 ein bisschen abgeguckt. Also nehmt es uns nicht übel, wir fanden es gut. Ist ein Kompliment für dich. Ja. Naja, so, bevor ich mich jetzt hier auf den Zäunen aufhänge, ach nee, das geht ja gar nicht mehr, ne? Seit 1.3 kann man sich zum Glück nicht mehr auf den Zäunen festhängen. Dafür auf den Bäumen. Juhu. Ja, das war halt der botanische Garten soweit. Zu den Lavagruben, ja, da gehen wir später auch nochmal hin. Ist jetzt nicht so spannend. Naja, hier halt die Höhle schon, wie gesagt, mit Pfeilern abgestützt. Hier kommt man wieder nach oben. Ja, da haben wir halt so ein bisschen Bling-Bling gebaut. Kann ich auch nochmal gerade zeigen. Geht halt bis oben hindurch. Habt ihr vielleicht auch am Anfang schon gesehen. Ja. Führt auch eine Treppe nach oben. Naja, hier mal wieder ein Lavateich. Was auch immer der bringen soll. Das werdet ihr vielleicht noch sehen. Naja, Höhlensektor 5. Jo, der eine hier ist schon stillgelegt. Da haben wir irgendwie nichts Besonderes gefunden. Wir haben einfach keinen Bock mehr, da irgendwas weiterzumachen. Oh, vielleicht kommt da noch was, man weiß es vielleicht nicht. Vielleicht ist da auch das ein oder andere Geheimnis, wer weiß. Naja, mal sehen. Ja, und jetzt gehen wir hier zu den Schlafräumen der Minenarbeiter. Hier hat man eben schon gesehen, den kleinen Lava-Wasserfall, was das auch immer sein soll. Wer weiß das Lava-Fall, schon. Lava-Fall, Teich, was auch immer. Okay. Und ja, für die Minenarbeiter haben wir da ein paar Betten gebaut. Ne? Naja, erstmal Bänke hier, ne? Betten kommen gleich. Okay. Ja, ich weiß nicht, vielleicht bist du auch ein Penner und willst auf der Bank schlafen oder so, aber ich glaube kaum, dass hier ein Penner runterkommt. Nein. Naja, hier ist das Zimmer des Vorarbeiters, der ist sehr luxuriös, Kamin, Bücherregale, eine Truhe, was hat er denn hier so? Oh, jede Menge Diamanten und Eisenschwerter. Warum auch immer er Eisenschwerter braucht, können wir mal Connor fragen, was sagst du denn dazu? Nun ja, also vielleicht kommt ja mal ein Zombie oder ein Creeper hier runter, wer weiß. Es ist immerhin recht dunkel hier. Genauso ist auch dieses
Lapis Lazuli wird nicht gerade sehr bequem, könnte ich mir vorstellen. Aber effektiv, es ist sehr breit. Ja. Vielleicht kommen wir auch mal hier, keine Ahnung, was runter. Nein. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, ja, doch. Naja, und wenn der wenn der Vorarbeiter dann morgens hier aufsteht, dann rennt er hier durch die Gänge. Aufstehen, ihr scheiß Minenarbeiter, kommt ran hier! Los jetzt! Aufstehen! Vielleicht gibt es ja auch bald irgendwie eine Klingel oder so, kann man ja noch hier einbauen und so. Dring! Aufstehen! Sonst nimmt man halt einen Notenblock. Ja, das geht auch. Naja, hier, Werkzeug. Jeden Donnerstag und Sonntag neu. Okay. Naja, sehr gut. Das ist sehr praktisch für die Minenarbeiter, können die mal da gehen. Plock! Ja, ich gehe mal in die Mine, ne? Ja, vielleicht bauen sie ja im Höhlensektor A5 noch was. Jo, dann haben wir hier in den Kisten immer was drin von den Minenarbeitern. Mal Werkzeuge, aber meistens nur so ein billiger Shit. Also das Gute ist eigentlich immer in dem Spender da drin. Und was die so gesammelt haben in den Tagen. Naja, wer weiß. Ja, da hat sogar jemand Gold gefunden oder geklaut oder was auch immer. Vom Vorarbeiter wahrscheinlich noch. Jo, und dann, so geht das eigentlich weiter hier. Ich weiß nicht, wie viele Räume wir haben. Sicherlich 6, 7 oder sowas. Wie viel sind das? Keine Ahnung, habe ich noch nie gezählt. Ich glaube, es sind 11, aber wer zählt das schon? Okay, dann, ja. Ich glaube, dann zeigen wir gleich nochmal unsere Minenbahn, die wir, glaube ich, bis nach oben an die Oberfläche gebaut haben. Oder zumindest bis oben in die Haupthöhle wieder rein. Kann man halt hinfahren. Wir haben hier sowieso die komplette Multiplayer-Welt total vernetzt mit einem Schienensystem. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen in den nächsten Let's Show-Folgen. Müsst ihr auf jeden Fall zugucken. Wir haben sogar einen unter dem Meer durchgebaut. Ja. Und ich glaube, die werden wir gleich mal benutzen, oder? Wie sieht's aus? Ja, mal sehen. Auf jeden Fall können hier auch eure Namen hängen, wenn ihr fleißig kommentiert und so. Mal sehen, vielleicht seht ihr ja dann in den nächsten Let's Shows mal eure Namen. Naja. Jo. Das waren dann soweit erstmal die Schlafräume. Ja, jetzt sind wir wieder. Mitarbeiter brauchen ja schließlich auch was zum Pennen und so. Ja, so sieht's halt aus. Wollen wir nochmal in die Lavagruben? Waren wir da nicht schon? Oder nee. Ja, okay, dann ab in die Lavagruben nochmal. Ja. Die haben wir auch ganz am Anfang mitgebaut. Ja, fanden wir früher vor so, oha, Lava, oha, hier gibt's Lava. Ja, weil man da am Anfang doch recht schwer rankommt. Naja. Ja, hier eher so ein bisschen weniger beleuchtet mit Redstone-Fackeln, die sind ja immer schön dunkel. Ja. Nun ja, da haben wir immer ein bisschen Lava rausgeschöpft. Aha, Danger, Lava-Minen. Hoffentlich explodieren die nicht, ne? Ja. Ja, ja, kann doch vorkommen, so Lava-Minen und so. Da würde man ja schmelzen. Tja. Naja, hier haben wir auch ein bisschen Obsidian und sowas, was man so braucht. Ja. Ja, das kam eher durch die ganzen Wasserteiche hier. Naja, halt bevor wir mit dem Giftbefehl gearbeitet haben, haben wir hier mal Lava rausgeschöpft und so. So. Inzwischen des Aussehens halber auch wieder etwas aufgefüllt. Ja, danke Connor. Ja, und hier ist unsere Minenbahn. Die ja. Werden wir jetzt gleich nochmal ausprobieren. Mit Boostern. Mehrere drin. Jo. Diesmal kommen wir auch hoch. Jo, wunderbar. Wir sind angekommen. Ja, und das ist halt unser Bahnhof. Und hier ist der Notausgang, falls mal Lava Not ist oder alles mit Zombies voll ist. Man weiß ja nie bei den Minenarbeitern. Fahren wir hier mal hoch. Ja, das war jetzt nicht so gut. Oh, der kommt wieder. Egal. Ich laufe jetzt einfach mal hinterher. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Oh, da steht ich laufe jetzt einfach mal hoch. Naja, und ich verabschiede mich jetzt schon mal mit den letzten Bildern hier. Ja, ihr doch auch, ne? Oder? Ja. Ja, ich denke, man sieht hier jetzt gleich nochmal, wo es nächstes Mal weitergeht. Jo. Einen kleinen Rand. Zeig nochmal ein kleines Stück. Jo, okay, das war's. So, das war der ultimative Spoiler für die nächste Folge. Und bis dann. Tschüss.